Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trains in the World. Ja, ich bin ein bisschen unter Stress. Der Alex hat gerade geschrieben, dass er mich nicht hört. Jetzt hört ihr mich. Herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer, die gerade mit dabei sind. Ich bin ein Vollidiot. Aber das kennt ihr ja schon, ne? Professionalität, dann geht zu Gronkh, der hat dafür Angestellte, ich nicht, ich mache alles alleine. Also, wie gesagt, Trains in World inzwischen ein eigenständiges Spiel und selbst das CSX Heavy Hole ist inzwischen ein DLC und das Spiel ist ja standardmäßig mit diesem DLC ausgeliefert worden. Da habe ich das damals auch gekauft. Jetzt habe ich hier zwei DLCs, einmal das Rapid Transit, einmal das CSX Heavy Hole. Wir spielen heute Rapid Transit. Einen neuen Account habe ich angelegt, Ramagani YouTube, und wir spielen jetzt erstmal das Tutorien, spielen wir. Nicht Tutorial, das Tutorien. Ja. Die schreiben im Spiel anscheinend genauso, wie ihr bei YouTube schreibt. Auf jeden Fall starten wir das Ganze jetzt mal. Und wenn der Martin jetzt gerade nicht Farming Simulator 17 angeschmissen hätte, könnte ich auch auf Start drücken. Starten wir das Ganze mal. Und jetzt ganz leise. Cumberland Rangierbahnhof. Der Cumberland Rangierbahnhof ist riesig und geschäftig. In erfolgreich. Ja, okay, alles klar. Scheiß drauf, was da auch immer steht. Jetzt kriege ich hier noch ein Update von iTunes. Ja. Wer will schon angebissenes Obst haben? Also, die Jessie hat den ersten Loot dagelassen. Hallo Jessie. Und alle anderen, die jetzt einen Loot dalassen wollen, in der Videobeschreibung ganz oben der Link zu finden. Das Ganze für euch natürlich kostenfrei. Wenn ihr mich unterstützen wollt oder den einen oder anderen Euro überhaupt, damit ich meine Holzkiste bestellen kann, weil ich werde ja 30. Einfach Tippy Stream benutzen. Und der Panda HD ist mal wieder da. Moin, moin, Panda. Lang, lang ist her. Aber es weihnachtet sehr. Jetzt habt ihr aber Ton und alles, oder? Ich halte jetzt mal die Fresse, weil jetzt redet das Tutorial. In Bitterfeld. Nein, sind wir in Bitterfeld? Egal, ich lasse ihn mal sabbeln. Willkommen in dem von Bombardier Transportation gebauten Elektrotriebwagen Talent 2. Diese Variante des Zuges besteht aus drei aneinander gekuppelten Wagen und wurde 2013 an die S-Bahn Mitteldeutschland ausgeliefert. In dieser kurzen Einführung werden Sie lernen, wie man den Zug für den Start vorbereitet, ihn fährt und wie man ihn zu einem Halt bringt. Steigen Sie nun ein und setzen Sie sich auf den Fahrersitz. So, also, es gibt viele Eisenbahnen in Deutschland. Dieser Talent 2, in diesem Fall die 1402 oder 42 müsste das sein. Ja, genau, die 1442 sehen wir hier vorne, die Baureihenbezeichnung. Ist einer der hässlichsten Züge, die wir in Deutschland haben, wegen diesen Hamsterbacken. Also für mich zumindest. Aber egal. Erstmal André, herzlich willkommen. Sollen wir einsteigen in den Puff? Dann machen wir mal auf. Krabbeln die Leiter hoch. Ui, was ruckelt der denn? Ah, ich habe so eine Idee, warum der ruckelt. Aber da habe ich auch noch eine Lösung für. Da habe ich eine Lösung. Und die werde ich jetzt mal eben hier benutzen. Benutzen, benutzen. Einmal das. Und einmal das. So, jetzt müsste es besser laufen, hoffentlich. So, also. Ja, jetzt läuft es besser. Okay, alles klar. Das ist ein Talent 2. Funktionen und so erkläre ich euch jetzt mal, bevor er anfängt zu erklären. Und zwar sind Züge in Deutschland immer gleich aufgebaut. Und das ist nämlich Trains in World, was ich euch jetzt zeigen will. Ich will euch nämlich auch die Signale damit mal erklären. Wir haben hier zwei verschiedene Hebel. Das ist der Fahrt- und Bremshebel. Nach vorne ist Fahren, nach hinten ist Bremsen. Und das hier ist nur ein Führerbremsventil, nennt sich das Ganze. Mit dem können wir rein mit der Luft bremsen. Die Luft können wir erkennen. Hier vorne an diesem Ding da, der rote Zeiger, ist unsere Bremse. Bei 5 Bar sind die Bremsen gelöst. Alles, was drunter ist, legen die Bremsen an. Und das hier hinten, das hier oben ist dann der Bremszylinderdruck. Ne? Der hat jetzt 2 Bar, das ist okay. Sag ich einfach mal. Also, setzen Sie sich auf den Führersitz des Zuges. Machen wir mit E. Im normalen Fahrbetrieb wird dieser Zug durch einen Stromabnehmer, der mit der Oberleitung verbunden ist, elektrisch angetrieben. Jedoch ist dieser Stromabnehmer momentan gesenkt. Wir müssen deshalb die ersten Einstellungen mit Hilfe der Hilfsbatterie vornehmen. So, also halten Sie den Batterieschalter für 5 Sekunden in der Position ein. Und jetzt kommt das Lustige. Also da oben ist unsere Batteriespannung. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kriegen wir direkt Spannung. 1, 2, 3,
4, jetzt lasse ich mal los. Oh, hat Sobald der funktioniert. Zug mit Okay, Strom alles klar. versorgt wird, benutzen Sie den Hauptschlüssel am Fahrpult. So. Damit schalten Sie die Multifunktionsanzeigen ein. Unser Hauptschlüssel, das ist hier oben. Damit machen wir das Ding jetzt elektrisch auch an. Haben wir gemacht. Bestätigen Sie die Zugkonfiguration, indem Sie eher auf dem MFD-MTD drücken. Das ist dieser Bildschirm hier. Da können wir nachher die Oberspannung und ja, hier zeigt er an, wir haben 15 kV. Wenn ich jetzt aber nach außen gehe, können wir gar keine 15 kV haben, weil Stromabnehmer nicht oben. Also 15 kV können wir gar nicht haben. Aber wir drücken einfach mal hier aufs E. Aktivieren Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich hebt und mit der Oberleitung verbindet. So, also einmal Stromabnehmer. Hat das funktioniert? Nee. Ich wollte euch das eigentlich von außen zeigen. Hallo. Einmal Stromabnehmer. Da ist er. Da oben. Wir haben an dem Triebwagen lustigerweise nur einen Stromabnehmer. Aber das ist heutzutage eigentlich quasi normal. Okay. Stellen Sie den Trennschalter für den Stromabnehmer auf geschlossen. Das ist der Hauptschalter. Das ist dieses Ding hier. Das ist eigentlich so ziemlich in jedem Zug dasselbe. Stellen Sie die Außenlichter für den normalen Fahrbetrieb ein. Die Außenlichter, da habe ich im Train Simulator schon ganz, ganz oft mit euch gesprochen. Das sind die drei Leuchten hier vorne. Die da oben, die muss weiß sein. Die muss weiß sein und die muss weiß sein. Und das Ganze müssen wir einstellen. Bei dem Hobel ist das dieser Knopf hier. Ja, genau. Einmal nach vorne. Und jetzt haben wir hier vorne drei weiße Lichter. Seht ihr hier? 1, 2, 3. Das ist das ZSG, das ist das ZG1. Und das ist unser Zugspitzensignal. Und theoretisch, wenn das zulässt, sollten wir hinten. Sollten wir hinten drei weiße Lichter, drei rote, zwei rote Lichter haben, aber das werden wir uns nachher mal in Ruhe angucken können. So, stellen Sie die Außenlichter auf gedimmter Lichtstrahl. Okay, alles klar, machen wir. Stellen Sie den Richtungswender auf vorwärts. Den Richtungswender auf vorwärts, das ist der lustige Hebel hier vorne. Betätigen Sie das Signalhorn, um zu signalisieren, dass Sie bald losfahren wollen. Also, das ist ein V1-Dienst. Also, wir machen natürlich das Signalhorn in Deutschland nicht, wenn wir losfahren wollen, sondern das ist ein reines Notsignal, in Anführungsstrichen. Also, wir betätigen es einfach einmal. Dieses Mission Fahrzeug hat erledigt. zwei Bremssysteme, eine indirekte Bremse und eine Bremse, die Teil des Kombihebels Leistung Bremse ist. Also, Stellen Sie das die hier. indirekte Bremse auf Lösen. Diese Bremse wird normalerweise nicht im normalen Fahrbetrieb gebraucht, kann aber in Notsituationen genutzt werden. Also, das ist das, was ich am Anfang erzählt habe. Wir haben hier das Führerbremsventil, damit regeln wir die Luft. Achtet mal auf den roten Zeiger da vorne, wenn ich jetzt hier die Luft rausnehme, was jetzt natürlich nicht geht, weil es missionsbedingt einfach so ist. Ich packe den mal nach vorne. Und zu guter Letzt Zeige schalten ich Sie euch die gleich. Parkbremse aus. Die Parkbremse aus. Die gibt's hier. Bewegen Sie den Kombihebel Leistung Bremse wie vorgegeben und der Zug wird anfahren. Der Kombihebel ist das hier vorne. Und den werden wir jetzt mal einfach nur einen Schritt nach vorne packen. Und das war eigentlich schon viel zu viel. Jetzt knallt das gleich wieder. Sehr gut, der Zug ist nun in Bewegung. Stellen Sie den Kombihebel Leistung Bremse auf die Position 0. Ah, haben wir gemacht. Mal gucken, was er jetzt noch erzählt. Bringen wir den Zug zum Stehen, bevor wir zu weit fahren. Bewegen Sie den Kombihebel Leistung Bremse. Jetzt, da der Zug steht, können Sie die Parkbremse einschalten. Klasse! Damit haben Sie die kurze Einleitung zu dem Elektrotriebwagen Talent 2 abgeschlossen. Sie sind außerdem in Besitz eines Handbuchs, welches dieses Tutorium und weitere Informationen umfasst. So, also, damit haben wir die erste Mission geschafft in unserem Karrieremodus, haben 5000 Erfahrungspunkte dafür bekommen. Und jetzt haben wir hier für Ramagani YouTube, der bekommt Erfahrungspunkte, für das Rapid Transit DLC bekommen wir Erfahrungspunkte und für die Baureihe 1442 minus 1 Talent 2 bekommen wir auch Erfahrungspunkte. Okay, da hätten es ein bisschen mehr sein dürfen. Ich muss nur gerade noch mal hier ein bisschen gucken, was jetzt hier gerade los ist mit der CPU. Die spackt gerade hier so ein bisschen. Da muss ich mal hier einen Kern wegnehmen, dann müsste das besser laufen.
Und weil ihr wollt ja vernünftig das Ganze gucken. Und mit dem AMD-Prozessor bin ich leider ein bisschen beschränkt, sage ich einfach mal. Vorsichtshalber. Zack. Jetzt müsste es aber eigentlich besser laufen. Ah, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Okay, alles klar. So, jetzt gehen wir in das erste Szenario. Also das heißt, wir drücken einmal E. Dann steht hier jetzt letzter Checkpoint laden. Wir wollen aber ins Szenario gehen und suchen uns dort mal ein hübsches Szenario aus. Oder er sucht es für uns aus. Alles klar, machen wir. So, und dann nochmal ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer, die jetzt neu dazugekommen sind. Was möchtest du essen, Pinguin? Mit Papa essen, dann musst du dich hier hinsetzen, da. Ja gut, dann kannst du auf meinem Schoß sitzen. So, das Mini-Flauschi will auch Zug fahren. Die findet Zug fahren total cool. Ja, soll sie machen. So, Rapid Transit. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, hier einen Zug zu übernehmen. Der Stromabnehmer ist schon oben, das heißt, das Ding ist aufgerüstet. Willkommen am südlichen Ende der S-Bahn-Linie S2 Markkleeberg. Gaschwitz, Sie werden heute einen Zug von hier bis nach Leipzig Messe fahren. Alles klar. Tür auf. Wir steigen ein. Machen den Schuppen wieder zu. So, wir sehen, Batteriespannung ist da. Ja, 140, 135 Volt ungefähr. Interessiert uns alles gar nicht. Wir setzen uns erstmal hin und entriegeln Sie die Türen auf der linken Seite. Das ist der Knopf hier unten. Ich zoome mal ein bisschen ran. Links, rechts, Türen schließen. Also, linke Seite. Und jetzt sind die Türen offen und Fahrgäste einsteigen lassen. In der Zeit können wir hier hinten zum Beispiel die Türen aufmachen, können hier einfach mal ein bisschen gucken. Da sind die Türen offen. Wir können hier auch so ein bisschen, können uns zum Beispiel auch hier hinsetzen, wenn wir wollten. Mit E. Kann auch Fahrgast machen. Hallo, guten Tag, die Firma Bütz. Sind Sie der verstopfte Zug? Nein, sind wir natürlich nicht. Die Toiletten können wir nicht aufmachen. Das geht leider nicht. Also, wenn wir auf Toilette wollen, da müssen wir uns nass machen. Der Simo-Player ist da. Guten Tag, Simo. So, aber wir machen die Schotten wieder zu hier hinten. Ich muss gerade mal überlegen, was hier los ist, ey. Also, um 33 ist die Ausfahrt. Jetzt habe ich leider versäumt, aber ich habe das Tablet gerade hier liegen, weil ich brauche einen Fahrplan für die Strecke und ich müsste meinem Tablet normalerweise einen Ersatzfahrplan für die Strecke haben. Dass ich die Bahnhöfe kenne. Muss ich jetzt gerade mal gucken. Bis 33 haben wir noch Zeit, also ungefähr 5 Minuten. Mal gucken, ob ich dort einen Ersatzfahrplan finde. Nee, das nicht. Gleispläne, örtliche Richtlinien. Diverses, nee. Wo sind meine Streckenbücher? Buchverpflichtung, Streckenbücher. Nee, Ersatzverpflichtung brauche ich. Für Mitte, Nord, Ost. Ich denke mal, Ost sind wir ganz gut. So, und die Frage, welches ich da brauche. Ja, das hätte ich vorher rausholen sollen. Na, egal, komm. Komm, scheiß drauf. Beim nächsten Mal habe ich einen Fahrplan, heute habe ich halt keinen. Das Ebola hier funktioniert ja nicht, seht ihr hier selber. Das hier wäre das Ebola. Dort würde mir das alles angezeigt werden. Um 30 sollen wir sogar rausfahren. Das heißt, machen wir die Schotten zu. Gleich. Den da muss ich nach vorne packen. Verriegeln Sie die Zugtüren. Machen wir. Und dann fahren wir los. Führerbremsventil ist auf Lösen. So, wir fahren natürlich mit SIFER und PZB. Dort vorne haben wir eine Langsamfahrt erwarten mit 30. Oder wir dürfen mit 30 hier ausfahren, aber wir haben eine Langsamfahrt erwarten. Warum fährt er jetzt nicht los? So, Fahrtrichtungshebel ist nach vorne. Wieso fährt er nicht? Jetzt fährt er. So, alles klar. Auf geht's. So, also, Langsamfahrt erwarten. 30er Ausfahrt. KMH steht dort unten. Das ist perfekt. Ich muss jetzt immer schön dran denken, die SIFER zu drücken. Sonst kriege ich einen gewichst.
Und dann ist hier Feierabend. Der André Wieland ist da. Moin, André. So, wie gesagt, 30er Ausfahrt. Da kann ich noch ein bisschen beschleunigen. Da haben wir ein LF7 mit der Kennziffer 3 stehen. Und dort haben wir ein LF7 mit der Kennziffer 6. Das heißt, wenn ich an dem Signal komplett vorbei bin, darf ich 60 fahren. Das wird dann der rote Strich hier an meinem Tacho, wird das dann auch aussagen. Und jetzt können wir Gas geben. Meine SIFA will gedrückt werden. Und 1,1 Kilometer. Wieso habe ich eine Zwangsbremse bekommen? Bist du behindert? Das muss ich mir jetzt nachher im Video nochmal in Ruhe angucken. Geschwindigkeitsüberschreitung. Ja, du mich auch. So, einmal frei. So, jetzt nochmal. Bremsen sind gelöst. Hallo. Bremsen sind gelöst. Hallo. Bremsen sind gelöst. Gib Gas. So. Also, der Malte Jensen ist da. Moin, Malte. Herzlich willkommen. Ich fahre doch in der oberen Zugart. Warum habe ich jetzt eine Zwangsbremse bekommen? War wahrscheinlich Wechselblinken oder so. Habe ich wahrscheinlich verpennt. Ich weiß es nicht. Na, wir fahren auf jeden Fall weiter. 60 dürfen wir. Wir haben eine 60er, eine 30er Ausfahrt und 60er LF7 bekommen. Und ja, dann fahren wir mal los. Da vorne ist ein LF7 mit der Kennziffer 12, das heißt 120, wenn wir daran vorbei sind. Da kann ich hier erstmal ganz gemütlich Gas geben. So, jetzt kann ich fast schon wieder anfangen zu bremsen, weil wir dort vorne nämlich schon den nächsten Bahnsteig haben. Und Bahnsteigkante mit 60, dann sind wir immer ganz gut unterwegs. Fett. 33 schaffe ich nicht ganz, ich bin minimal zu spät, aber was wäre ich für ein Lokführer, wenn ich pünktlich wäre? Die SIFA springt schon wieder an. Ich drücke immer die Enter-Taste aus dem Train Simulator, gewohnt, die Enter-Taste zu drücken, aber hier ist es halt Q. So, lösen wir aus und bremsen. So, Türen auf, linke Seite. Zack. Fahrgäste einsteigen lassen, machen wir. Sehr gerne. Ich muss mal hier das Licht irgendwie im Führerraum ausmachen. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Müsste hier sein. Genau. Genau, super. Also, ich hätte mir jetzt einen Ersatzfahrplan raussuchen können, dann hätte ich die Strecke anhand der Kilometrierung erkennen können und gucken können, ob die Signale auch so stehen und so, aber das hätte ich vorbereiten müssen und dafür bin ich einfach viel zu spät von dem Feuerwehrfest, wo ich heute war, nach Hause gekommen. Und der ein oder andere von euch wird ja schon das ein oder andere Bild gesehen haben von dort. So, Türen sollen wir verriegeln, machen wir. Zack. Und dann geht's nach Markkleeberg. Und erkennt es wieder nicht, dass ich vorwärts fahren will. Muss man immer zweimal machen. Kannst du mal bei Gelegenheit mir erklären, was die PZB ist? Bin eher so der Busfreak und kenne mich nicht so gut aus. Ja, ich kann dir die PZB erklären. Ist aber nicht so einfach. Also. Aber ich habe da schon mal einen Livestream gemacht vor 2 oder 3 Wochen, wo ich die Zugsicherungssysteme LZB und PZB erklärt habe. Die PZB ist die punktlinienförmige Zugbeeinflussung. Die punktförmige Zugbeeinflussung. Und das ist die SIFA. Die wird. Ich habe da gleich eine Idee. Warte, ich erklär das nachher in Ruhe. Piano, piano. Malte, ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit. Immer schön die SIFA drücken. Na, ich habe die SIFA gedrückt, jetzt geh weg, SIFA. Und wir bremsen wieder. Da vorne ist unser Bahnsteig. Darf ich auch die SIFA drücken? Nein! Ich mache hier gerade hochprofessionelle Livestreams, Alter. Meine Frau unterstützt mich wieder mit allen Kräften, die sie hat. So, die SIFA springt gleich wieder an. Okay, der Malte hat Zeit, dann erkläre ich dir die PZB. Aber das mache ich nach diesem Szenario. Dann gehen wir mal zusammen hier ein bisschen ins Gleis laufen.
So, die Lautstärke im Hintergrund sind Eiswürfel. Nein, überhaupt nicht. Ich bin gar nicht mal so schlecht als Lokführer, ich, obwohl ich Güterzüge fahre, hier halt hau ich die Züge hier direkt am Bahnsteig auf den Meter genau. Der Galaxis! Oh! In Bayern hat man Zeit. Ist ja der Hammer. Per Anhalter durch die Galaxie. Kannst du mir einen Drink machen? Nein. Bitte? Ich hab bitte gesagt. Ja, ich hab dir heute Mittag auch einen Drink gemacht. Na, du kannst mir jetzt trotzdem noch einen Drink machen. Hier, ISO. Machst du zwei Eiswürfel rein, dann ist es kalt. So, also, Türen verriegeln sollen wir? Machen wir. Und dann fahren wir nach Markkleeberg Nord. Um 39 sollen wir da sein. Jetzt warten wir, bis das Piepen aufhört. Und dann lösen wir die Bremsen aus. Und dann geht's mit Vollgas nach vorne. So, also erstmal so ein bisschen was zum Zug erklärt. Das hier vorne ist unser normales Fahrtdisplay. Dort sehen wir die Zug- und die Bremskraft und unsere kmh. Und hier unten sehen wir die PZB-Anzeige, die wir brauchen. Aber wie gesagt, das erkläre ich euch nachher nochmal ganz in aller Ruhe. Da werde ich für den Malte Jansen werde ich nach dieser Zugfahrt nochmal ein richtiges PZB-Tutorial machen. Aber da kann ich auch nochmal so ein richtiges Tutorial machen. Und die SIFA, die piept schon wieder. Hallo, das wollte ich gar nicht. Hallo, geh weg. Und wieder bremsen. Den verpasse ich, den Bahnhof. Den verpasse ich. Also, seht ihr, ich bin Güterzugfahrer. Ich kann das einfach nicht. Und die SIFA springt wieder an. Aber ich stehe noch am Bahnsteig. Mit der kompletten Zuglänge. Was will ich mehr? Dankeschön. Zack. Da, die komplette Zuglänge steht am Bahnsteig. Hoffe ich zumindest. Jo, steht alles dran. Also passt. Passt, jetzt wackelt und hat Luft. So, also für das PZB-Tutorial gehen wir aber in den Train Simulator, in den normalen. Da kann ich das besser erklären als hier. So, also Fahrgäste einsteigen lassen. Um 39 sollen wir rausfahren. Um 39 sogar erst. Das heißt, wir haben noch eine Minute Zeit. Ich bin guter Lokführer. Nein, ich bin schlechter Lokführer. Ich bin pünktlich. Wenn ich pünktlich bin, dann kriege ich die Kündigung. Nein, Scherz am Rande. Wie gesagt, ich bin hier streckenkundig überhaupt nicht. Ich muss die Strecke ein paar Mal mit euch zusammen fahren, aber das ist ja Sinn und Zweck jetzt mit der zweiten deutschen Strecke, die am 16. August kommt. Könnt ihr mit mir zusammen dann halt das Train Sim World Universum kennenlernen und ich werde mit euch auch hier in Train Sim World, was ich ja im Train Simulator überhaupt gar nicht mache, die ausländischen Strecken fahren. Das heißt, ich werde mal so ein bisschen gucken, wie englische und amerikanische Signale funktionieren oder was die mir sagen, werde die so ein bisschen lernen. Das mache ich aber erst in 1, 2, 3, 4, 5 Wochen. Weil ich jetzt für die nächste Woche ist wichtig, dass ich meine deutschen Signale alle auswendig kenne, was ich hier im Großen und Ganzen kann. Aber nicht hundertprozentig. Werden wir das alle zusammen erleben und machen und tun. Und vielleicht seid ihr da mit dabei. Das wird ganz lustig, glaube ich, weil ich nämlich auch das ein oder andere Mal verkacke, wie jetzt zum Beispiel in der Zwangsbremsung hier am Anfang. Habe ich aber auf irgendwas nicht geachtet. Ich glaube, das war das Wechselblinken. Ich bin über 45 km/h aus dem Bahnhof rausgefahren. Wechselblinken, da bin ich überwacht. Restriktiv. Und dann sagt er halt, sag mal, du Scheiße baut. So, aber egal. Komm, auf das Ding. Warten, bis das Piepen aufhört. Einmal kurz Bremsen lösen und... Oh, wir kriegen direkt Druck auf die Leitung. Sehr schön. Hast du alle DLCs für den Train Sim World? Nein, noch nicht, aber die werde ich mir noch holen. Es sind ja jetzt New York, zweimal England, Rapid Transit habe ich, CSX Heavy Hole und dann kommt jetzt das Neue. Also 6 DLCs plus die eine Lokomotive für die amerikanische Strecke. Also das hält sich alles sehr stark in Grenzen. Rama, hast du deine Frau bitte gesagt gehabt und du kannst ja schleimen, Grins? Ja, natürlich kann ich schleimen. Ich bin ja nicht nur ein Arschloch, ne? Auch wenn es sich manchmal so anhört.
So, da vorne haben wir ein HP1, also Fahrt erwarten. Hinten dran ist noch ein HP1 mit Fahrt erwarten. Weil das ist ein VR1 gewesen. Ja. Das ist das Hauptsignal mit einem kombinierten Vorsignal. So, also. Energie sparen. Zügiges Anfahren, lange rollen lassen und mit E-Bremse spät bremsen. Wie musst du nächste Woche arbeiten? Ja, im Idealfall auf dem Zug. So, die SIFA springt wieder an. So, und bremsen. Da das Ding ja hier unheimlich gut bremsen kann, muss ich sogar nochmal auslösen bei 400 Meter. Das ist heftig. Also mit 60 am Bahnsteig, dann ist man immer ganz gut dran. Das muss ich vielleicht Ansgar auch nochmal erzählen. Beziehungsweise Zengis. Warum ruckelt der denn so, Mann? Hat er auch gestern gar nicht gemacht. Da kommt einer. So, um 4 Meter verfehlt. Aber da kann ich gut mit leben. Wir machen die Türen wieder auf. Ich glaube, bei Rama kommt die Schleimspur. Wenn ich jetzt aufstehe, falle ich auf die Fresse. Nein, tue ich natürlich nicht. So, Fahrgäste einsteigen lassen, machen wir sehr gerne. Können wir auch mal ein bisschen von außen gucken hier. Das Geile ist, von außen läuft das alles super, ne? So, Türen verriegeln. Machen wir um 45 sollen wir in Leipzig MDR sein. Ich drücke immer noch die Enter-Taste wegen der SIFA, ne? Leipzig MDR, das ist beim Mitteldeutschen Rundfunk. Das ist so ein Seitenbahnsteig. Das ist ein Bahnsteig, der liegt auf der rechten Seite. Soweit ich das weiß. Oder in Erinnerung habe. So, was haben wir da? Oh, das muss ich bestätigen. Und da muss ich bremsen. Auf 80 runter. Weil wir dort vorne eine 80er Langsamfahrstelle haben. Dort müsst ihr, also das war jetzt ein LF6 mit der Kennziffer 8, das heißt 80 und Bremswegabstand 1250 Meter ist der Bremswegabstand in der Regel. Das heißt, hier vorne ist jetzt gleich irgendwo 80. Aber da vorne kommt jetzt auch schon MDR. Hast du schon was an Livestream geplant nächste Woche? Nö. Das kommt auch darauf an, wie ich arbeite, weil nächste Woche habe ich noch zwei sehr wichtige Prüfungen für mein zukünftiges Lokführerleben. Und deswegen plane ich da jetzt einfach mal noch gar nichts. So, da steht eine 80. Eine 8 im. Ja, genau, ein LF7. Mit einer Kennziffer 8. Also 80 km/h ab da. Aber warum ruckelt denn der Scheiß so? Das ist ein Kotzen. Hat aber die ganze Zeit nicht gemacht. Ich glaube, das liegt an OBS. So, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ja, passt. Alles tutti, alles frutti. So, rechte Seite müssen wir jetzt die Türen aufmachen. Dann lassen wir die Fahrgäste mal zusteigen. Dann versuche ich jetzt hier gerade nochmal über den Task Manager ein bisschen was zu richten. Also wenn ihr jetzt mal kurz keinen Sound habt, nicht wundern, das liegt an mir. So, da gehen die Türen zwar schon wieder zu. Dieser scheiß AMD-Prozessor. So, um 45:30
Sollen wir die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen? Wir sind zum Kotzen. Okay. Was ist denn los? So, Türen verriegeln machen wir. So, Leipzig-Bayerischer Bahnhof. Das ist unser nächster Halt. Und der Duncan ist da. Schreibt, hey, besser YouTuber, was geht? Sicher, mein Arm verletzt, hat nichts Fenster, die schlagen. Ich war super, ich war sauer. Ja, shit happened, Duncan. Habe ich auch schon gemacht. Aber der Krieg ist auch schon lange vorbei. Oh, der Ton, der ruckelt, ne? Noch nicht mal das Spiel an sich, oder? So, bei 400 fange ich an zu bremsen. Mal gucken, ob das funktioniert. Die scheiß Sifa. In jedem anderen Zug macht es Sifa, Sifa, Sifa. Nein, der Talent 2 ist wieder ein Kind mit besonderen Bedürfnissen. So, jetzt müssen wir ein bisschen gegenbremsen, weil wir 2,5% Steigung haben. Also 0,25 Promille Neigung nach unten. Und der erste Tunnelbahnhof. Das sind die neu gebauten Bahnhöfe in Leipzig. Extra für die S-Bahn. Hast du irgendwas im Hintergrund am Laden? Nein, habe ich nicht. Das ist ja das Erstaunliche. So, ich werde jetzt aber mal noch mal eine Kleinigkeit an Einstellungen vornehmen. Also nicht wundern, ihr kriegt jetzt mal kurz das Optionsmenü. Und ich werde hier nochmal gerade mal gucken, was hier genau los ist. Also das hier mache ich mal aus. Das mache ich mal aus. Na komm. Auf Wiedersehen. So, dann mache ich das noch aus. Nein, ich weiß, woran es liegt. Ich habe vergessen, den Treiber von der Grafikkarte zu aktualisieren. Das wollte ich heute Morgen schon machen. Genau deswegen. Hallo. Mach zu, den Puff. So. Habt ihr überhaupt Bild? Nein, scheiße. Wieso ist denn das Spiel jetzt ausgegangen? So ein Scheiß. Das Spiel ist ausgegangen. Eklig. Eklig, eklig, eklig. Aber auch YouTube macht gerade Theater hier. Das ist jetzt eklig. Das ist jetzt richtig eklig. So Leute, also es geht jetzt gleich weiter. Aber dann können wir die Szenarien auch ganz in Ruhe von hinten nach vorne durchspielen. Guck mal, das hier kann. Das ist zum Beispiel ein Programm, können wir beenden. So, also. Das ist vielleicht ganz gut, dass das gerade abgebildet ist, weil dann können wir die Szenarien ganz in Ruhe von vorne beenden, beziehungsweise kann ich euch mal die PZB erklären. Beziehungsweise den Malte. Der Malte hat ja gesagt, er hat die Zeit dafür. Sorry Leute, ihr kennt das ja. Wenn das ist, wie das ist, wenn man mit Profis arbeitet. Ich bin halt keiner. So, jetzt müsstet ihr aber gleich zumindest schon mal wieder Bild kriegen. Das hoffe ich zumindest. Jo, sieht ganz gut aus. Also, wie gesagt, da ist mein Ramagani YouTube-Account.
Und da fahren wir jetzt fort und dann suchen wir uns jetzt mal hier das Szenario auch selber aus, ne? Also, weiter. Dann haben wir hier die Szenarien. Und dann haben wir hier oben von Markleberg Geschwewitz, aber... Haben wir hier irgendwas, wo wir die ganze Strecke fahren müssen? Ne, leider nicht. Das gibt es nicht. Also viele Szenarien haben wir hier gar nicht. Müssen wir mal hier oben... Fahren Sie von Markleberg Geschwitz nach Norden durch Leipzig und den Citytunnel bis nach Leipzig-Messe. Fahren Sie den Zug von Konewitz aus nach Norden durch Leipzig in den Citytunnel bis nach Bitterfeld. Das sieht doch mal ganz gut aus. Dann nehmen wir das Ding jetzt mal. Dann versuche ich euch da auch zu erklären, wie das funktioniert mit der PZB. Hoffentlich. Hoffentlich. Also wie gesagt, sorry, ihr kennt das ja. Ne? Bei mir funktioniert immer alles und davon ganz wenig, nämlich ganz viel. Gar nicht. Und ja. Das Spiel mag mich nicht. Ja, ist so. Kann ich mitleben, muss ich mitleben. Rangieren, auftanken, drehen. Ja, das ist das Amerika, das CSX Heavy Hole. DLC ist das. So, also Stadtdurchfahrt ist das Szenario. Sag mal. YouTube macht hier auch, was es will. Zeig mal an. Also, willkommen in Leipzig-Konewitz. Da dies eine innerstädtische Verbindung ist, werden Sie an allen Unterwegsbahnhöfen halten. Ihre Endhaltestelle ist Bitterfeld. Aber warum ist der Stream so schlecht? Das verstehe ich jetzt nicht. YouTube macht da wieder Mucksch gerade. So, jetzt ist besser. Also, wir steigen ein in den Puff. Aufgerüstet ist er ja schon, haben wir vorhin gesehen. Also wir können auf die Batteriespannung gucken, ist Spannung ist da. Haben wir Oberstrom. Das wird hier natürlich nicht angezeigt, ne? Kann ich hier irgendwas ändern? Status kann ich nichts. Hier kann ich nichts drücken, ne? Oh doch, hier. Warte, wir gehen mal wieder ins. Hallo? Normalerweise ist hier ein Grundbildschirm. Hallo? Zug- und Bremskräfte. Oberstrom. Das ist eigentlich das, was ich haben will. Ah, egal. Okay, wir setzen uns hin. Entriegeln Sie die Türen auf der rechten Seite. So, und jetzt nehme ich mir mal die Zeit und erkläre ich euch ein bisschen die die PZB nur. Also dazu stehen wir einmal auf und dann gucke ich mal, ob das hier überhaupt vernünftig dargestellt ist in dem Spiel. Dann sind wir halt heute mal ein bisschen später unterwegs. Und zwar haben wir hier Signale. Das hier ist ein Hauptsignal mit einer Vorsignalfunktion. Woran ich das erkenne, das erkläre ich jetzt gleich. Moment. So, also, wie gesagt, das ist ein, das da oben ist ein Hauptsignal. Das zeigt mir jetzt an, dass ich ausfahren darf. Also ein grünes Licht. Und wieder Backup-Stream hier. Was ist denn los hier mit dem scheiß Internet? Das hat nichts mit dem Internet, das ist YouTube wieder, ne? Sobald ich hier jetzt... So, also... Jetzt sollte es funktionieren. Also ich erkläre es jetzt einfach mal. Also wir haben jetzt hier ganz viele verschiedene Signale. Das hier vorne ist ein Hauptsignal kombiniert mit einem Vorsignal. Also wie gesagt, erkläre ich jetzt einfach mal. Und zwar haben wir hier ein Ausfahrsignal. Ich hoffe, ich kann daran zoomen, genau. Hier haben wir jetzt ein grünes Licht. Das heißt für mich, meine Ausfahrt ist mir gegeben. Und dort oben, das ist ein ZS3. Also ein Zusatzsignal 3 mit der Kennziffer 7. Das heißt, wir dürften jetzt mit 70 km/h ausfahren mit unserem Zug. Von diesem Gleis dürfen wir ausfahren. In einem Bahnhof, ganz wichtig zu wissen, stehen die Signale immer auf der rechten Seite, im Normalfall. Es gibt auch Ausnahmen. Haben wir hier also solch eine Ausnahme? In dem Gleis steht gar kein Signal. Okay, das Signal... Okay, ja, egal. Auf jeden Fall.
Wir sind ja im KS-Signalsystem unterwegs, das heißt Kombinationssignale, und das hier ist jetzt ein Hauptsignal mit der Funktion eines Vorsignales. Das erkenne ich daran, dass hier eine weiß-rot-weiße Tafel dranhängt, das heißt Hauptsignal, und unten drunter hängt eine ja, gelbe Krawatte, ein NE2-Signal, und das sagt mir, dass das gleichzeitig ein Vorsignal ist. In diesem Moment sagt es mir, dass es ein Hauptsignal ist, erkenne ich daran, weil ein grünes Licht leuchtet. Wenn es blinken würde, wäre es ein Vorsignal. Das T hier ist ein ZS2, das mir sagt, dass ich in eine gewisse Richtung fahre. In diesem Fall müsste es Richtung Trewitz sein, glaube ich. Ist ja egal. So, auf jeden Fall, hier an diesem Signal ist hier unten ein Magnet. Das ist der sogenannte LZB-Magnet. Der ist in diesem Fall auf 1000 und 2000 Hertz. Das hat damit zu tun, 2000 Hertz ist immer am im Hauptsignal und 1000 Hertz ist an einem Vorsignal. Da das hier eine Hauptvorsignalkombination ist, müssen dort auch beide Magnete sein. 2000 Hertz ist an, wenn das wenn das Hauptsignal ein Halt zeigen im Griff, also ein rotes Signal zeigt, dann ist dieses Signal an. Und jetzt laufen wir hier ein bisschen durch die Gegend und suchen mal das Vorsignal zu diesem Hauptsignal, was wir da vorne haben. Also, wenn man hier, ja, ich kann hier nicht hüpfen im Spiel, ne? Da ist auch mal eine Treppe. Lass mich mal gucken, ob wir hier einen Magnet noch drin haben. Irgendwo. Theoretisch sollte dort noch irgendwo ein Magnet sein. Dann muss er weiter hinten liegen. Irgendwo da hinten wird noch ein Signal liegen. Ein 500-Hertz-Magnet. Das ist der, der mich ausbremst. Also das hier ist jetzt ein Vorsignalwiederholer zum Beispiel. Jetzt muss ich mal hier vorne gucken. Ist auch ein Wiederholer, auch ein Wiederholer. Na, wir fahren jetzt einfach mal diese S-Bahn da. Das hier ist auch ein 2000 bzw. ein 1000-Hertz-Magnet. Wie gesagt, hier unten seht ihr das. Steht sogar drauf 1000 und 2000 Hertz. Naja, wir gehen mal in den Zug und dann fahren wir den Hobel einfach mal nach Hause. Jetzt bin ich ja eh zu spät, also egal. Aber wir setzen uns hin, Türen zu. So, dann haben wir jetzt hier vorne, haben wir jetzt verschiedene Leuchten. Wir fahren jetzt in den oberen Zug, Art 85, 85, ja, ist die Überwachung, also das ist die obere Zugart. Jetzt fahren wir einfach mal raus hier aus dem Puff. Sofern er mich lässt. Ah, der Richtungshebel fehlt noch. Das ist der hier. So, fahren wir einfach mal los. So, jetzt müsste der jetzt theoretisch blinken, genau. Und das kann ich mich jetzt befreien. Weil wir dürfen ja mit 70 ausfahren. Jetzt habe ich mich befreit. Malte, komm einfach mal in Teamspeak, da kläre ich dir dann die PZB. Also eine 70er Ausfahrt haben wir gehabt. Er sagt jetzt schon, wir dürften 120 fahren. Wäre so nicht richtig. Aber dann fahren wir mal die 120, die er von uns verlangt. So, da ist die SIFA wieder. So, da haben wir ein LF6 mit der Kennziffer 8. Das hätte ich jetzt einmal mit der Wachsam bestätigen müssen, dass ich das Signal gesehen habe. Dann bremse ich natürlich runter auf 80 km/h. Und der nächste Halt ist Leipzig MDR. Und gleich fängt wieder die. Jetzt habe ich zu viel gebremst. Luftlös. Lösen. Da habe ich zu viel gebremst, da hat er zu viel Luft mit dazu genommen.
So, Leipzig MDR. Die SIFA wieder. 30 Sekunden, bei 30 Sekunden Takt muss das scheiß Ding gedrückt werden. Die SIFA macht mich kirre. So, ich muss mal das Licht hier vorne ausmachen. So, die Tür sollen wir wieder verriegeln. Wo geht denn das so? Ey, das ist ja Wahnsinn.
So Leute, ich weiß nicht, was hier gerade schief läuft. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber es hat mit mir zu tun, nicht mit euch. Ich versuche es gerade zu retten. Aber ich glaube, den Livestream, den müssen wir nochmal von vorne anfangen. So Leute, ich wünsche euch, ich muss euch leider jetzt hier an der Stelle den Stream in die Ohren hauen. Ich weiß nicht, was jetzt hier kaputt ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und ja, wenn ihr euch noch Lust habt, mit mir zu unterhalten, dann kommt jetzt in Teamspeak, da bin ich noch einen Moment. Und in dem Sinne, wie gesagt, ein sorry, morgen Euro Truck Simulator ab 20.30 Uhr dann hier. Könnt ihr wieder mitfahren. Wir fahren los in Christiansand, fahren wir los und in dem Sinne von mir, wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Ciao, ciao.